Hallihallo und herzlich willkommen zum Podcast auf Ego Love Eco Life. Heute wollen wir das Thema Inner Peace oder innerer Frieden mal ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht hast du auf der Website im Blog-Eintrag schon gelesen von den drei Übungen für ein friedvolleres Mind-Changing. Es gibt natürlich noch unzählige mehr Übungen, aber ich habe einfach mal diese drei für mich persönlich auch sehr relevanten Übungen herausgesucht und will jetzt im Podcast noch ein bisschen näher drauf eingehen. Die erste Sache, die, ja, ich weiß nicht, gehst du damit in Resonanz, wenn du hörst? Erstens, innerer Frieden ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Hast du das schon mal gehört? Hast du dir da mal schon Gedanken drüber gemacht? Was ist damit gemeint? Entscheidung, Entscheidung. Hört sich das nicht irgendwie anstrengend an? Oder ich weiß nicht so richtig, soll man damit in Resonanz gehen? Mich interessieren immer die Hintergründe zu manchen Worten und so habe ich mich auch mal auf die Suche gemacht nach dem Wort Entscheidung und dessen Ursprung. Und es ist interessant. Etymologisch bedeutet das Wort Entscheidung nämlich Schwertscheide, beziehungsweise hat es den Ursprung im germanischen Wort Skeidir oder Skeidir, ich weiß nicht so richtig, wie man es ausspricht. Es meint zumindest, und jetzt kommt das Interessante, dass zwei getrennte Holzplatten, welche ein Schwert geschützt haben, auseinander getrennt werden und somit das Schwert aus der Scheide gezogen werden konnte. Erst mit dieser Trennung der Holzplatten, wurde ja das Schwert frei und war somit zur Weiterentwicklung überhaupt vorhanden. Ne? Also nur dann, wenn die Klötze auseinander waren, konnte man mit dem Schwert auch agieren. Im Sinne von Kampf, ja, auch im Sinne von Machtdemonstration oder für den Handwerker ganz banal, um am Schwert weiterarbeiten zu können, um was reinzufräsen, schnitzen oder wie man das auch immer nennt. Aber stell dir das mal vor, es ist großartig, vor allem wenn es sich um so einen symbolträchtigen Gegenstand wie das Schwert handelt. Ne? So, wir trennen die Holzklötze und das machen wir aktiv, proaktiv. Also durch deine Entscheidung, die Klötze zu trennen, hältst du das Schwert in der Hand. Und das finde ich echt groß, ja. Und jetzt denk nochmal. Innerer Frieden ist eine Entscheidung. Das heißt, wenn du dich entschließt, die Klötze zu trennen, das Schwert zu befreien, dann trägst du die volle Verantwortung fürs Schwert. Und in diesem Falle, wenn du dich entschließt, inneren Frieden zu finden oder finden zu wollen, dann kannst du jetzt beginnen, eigenverantwortlich Maßnahmen zu ergreifen und Instrumente zu finden, die dir ein Gefühl von Frieden und von innerer Balance geben. Hast du es? Also, zuallererst, so wie auch im Blog, das meine erste Übung beschreibt, will ich aufs Atmen eingehen. Ich meine, es hört sich so banal an, wie es eben auch ist, ne? Weil wir atmen automatisch. Der Atem ist wie der Herzschlag und die Verdauung vom vegetativen Nervensystem gesteuert und wir haben da relativ wenig Einfluss, zumindest wenn wir uns rausnehmen, denn im Schlaf atmen wir ja einfach ganz normal und brauchen überhaupt nicht drüber nachzudenken. Für mich persönlich ist die Möglichkeit, über den Atem ins Bewusstsein zu kommen, sehr logisch, weil Atmen Leben ist. Wenn wir einen Schreck oder einen Schock bekommen, setzt unser Atem aus. Unter Stress zum Beispiel atmen wir nur noch oberflächlich. Und wenn wir uns körperlich betätigen, atmen wir schneller und schneller. Der Atem passt sich an.
Wenn wir uns vorstellen, dass mit jedem Atemzug die roten Blutkörperchen durch den Körper sausen und uns mit Sauerstoff versorgen, dann können wir irgendwie nachspüren, was bei uns los ist, wenn wir nicht richtig atmen. Genau. Nämlich unter Stress, bei flacher oder unvollständiger Atmung, wird unser Körper nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Weil wir aber schneller atmen als beispielsweise im Schlaf, setzt unser Körper Stresshormone frei und wir sind in Alarmbereitschaft. Das heißt, dass sich unser gesamter Körper auf lebenserhaltende Maßnahmen vorbereitet, wie zum Beispiel die Flucht. In so einem Zustand, also unter Stress, funktioniert dann meist auch zum Beispiel die Verdauung nicht mehr so gut. Der Herzschlaf ist messbar und dauerhaft beschleunigt und die Schlafqualität vermindert. Innerer Frieden in diesem Zustand, absolute Fehlanzeige. Und jetzt kommt das Tolle. Indem wir bewusst atmen, können wir diese Prozesse im Körper beeinflussen und lenken. Stell dir vor, es gibt Studien, die zeigen, dass durch eine bewusste tiefe Atmung der Blutdruck gesenkt werden kann. Und das kann man am besten bei sich selbst beobachten. Hast du schon mal in einer stressigen Situation oder nach dem Sport bewusst langsam geatmet? Und konntest du dann spüren, wie sich der Puls veränderte und sich quasi dir anpasste? Versuch das mal. Vielleicht während des Yogas, wenn es gerade ein bisschen anstrengender war und dann in eine etwas gechilltere Asana übergeht, versuch mal durch den bewussten Atem auch deinen Puls anzupassen. Aber auch bei jeder anderen Sportart kannst du das hervorragend testen. Vielleicht hast du ja auch schon alles Mögliche über verschiedene Atemtechniken gehört und ja, es klang immer etwas befremdlich oder kompliziert oder irgendwie ging es nicht so ganz an dich. Gerade im Yoga gibt es aber wahnsinnig tolle Techniken, die, ja, wie die Nasenatmung zum Beispiel, ein bisschen Übung erfordern. Ich find's super toll, sich damit auseinanderzusetzen. Jedoch ist beim bewussten Atmen vielleicht in erster Linie das Allerwichtigste, dass man es überhaupt tut. Also, was ich meine ist, komm weg von der Theorie und atme. Ich meine, du kannst jetzt noch 2 Stunden vor dem Computer verbringen und dir sämtliches theoretisches Wissen zum Thema Atmen reinfahren. In dieser Zeit könntest du dich aber auch längst hinsetzen an einen ruhigen Ort und anfangen. Anfangen, bewusst und langsam einzuatmen. Und langsam und bewusst wieder auszuatmen. Verstehst du, was ich meine? Versuch einmal, deinen Körper so richtig mit Sauerstoff zu fluten. Richtig. Und es geht am besten mit der Vollatmung. Hier nimmst du alles mit, was geht. Du atmest in den Brustkorb, optimalerweise in den unteren Brustkorb. Und das spürst du am besten, indem du beim Einatmen deine Hand unter die Brust legst und spürst, wie sich der Brustkorb hebt. Achte darauf, dass sich nicht gleichzeitig deine Schulter nach oben ziehen, also bleib locker in diesem Bereich. Weiter nimm auch deinen Bauch mit in die Atmung. Auch hier kannst du zur Überprüfung deine Hand auf den Bauch legen und spüren, ob auch er sich hebt und senkt, während du ein- und ausatmest. Zu guter Letzt dürfen auch deine Flanken mitarbeiten und sich bei jedem Atemzug maximal dehnen. Indem du deine Hände links und rechts an die Flanken legst, spürst du, ob wirklich dein gesamter Torso mitgeht bei der Atmung. Wichtig ist auch die Körperhaltung. Ja, natürlich besonders intensiv, wenn du dir einen ruhigen Ort suchst, dich aufrecht hinsitzt und eben mal ganz bei dir bist. Es hat besondere Auswirkungen, wenn die Ausatmung länger ist als die Einatmung.
Ich mag die Vorstellung auf geistiger Ebene dazu, dass die schlechten Dinge, zum Beispiel Giftstoffe im Körper, im Ayurvedischen zum Beispiel Ama genannt, mit der Ausatmung den Körper verlassen und alles Gesunde mit der Einatmung in den Körper gelangt. Leben, Liebe, das Wollen, das Vergeben können, die Leichtigkeit des Loslassens. Wenn es aber so gar nicht an dich geht, eine Atemtechnik zu praktizieren, dann versuch's mal einmal mit Shinrin-Yoku oder einfacher einen Besuch im Wald. Was du vielleicht als Kind optimalerweise oder auch in deinem jetzigen Leben bereits erfahren konntest, hat ein japanischer Arzt 1982 erforscht. Die wohltuende Wirkung des Waldes auf die Lungen, das Atmen und auf den gesamten Körper. So meint Shinrin-Yoku nicht mehr, aber vor allem nicht weniger als einen längeren Aufenthalt im Wald. Studien haben erwiesen, dass mit regelmäßigen Aufenthalten im Wald dein Stresslevel signifikant sinkt. Du baust das Stresshormon Cortisol ab, was einen positiven Effekt auf deine Herztätigkeit hat. Studien zufolge soll Waldbaden sogar den Blutdruck senken können und einen positiven Einfluss auf das Immunsystem hat es ebenfalls. Denn im Wald herrscht ein ganz eigenes Lokalklima, das dichte Blattwerk schützt das Innere des Waldes und das kennst du auch, da ist immer so eine ganz besondere Atmosphäre, die Luft ist so ein bisschen feucht. Und die Bäume kommunizieren ja auch miteinander über so gasförmige Botenstoffe, sogenannte Terpene, die wiederum das Immunsystem stärken und sogar, zumindest heißt es so in der, weiß ich jetzt nicht, Pseudofachliteratur, Krebszellenkiller sein können. Also, abgesehen von der Wissenschaft, ich kann euch das persönlich nur empfehlen. Selbst wenn ich es manchmal im Trubel vergesse oder phasenweise auch überhaupt nicht dazu komme, wenn ich dann mal im Wald bin, dann habe ich keinen Zweifel daran, dass Waldbaden wirkt und es für unseren Körper und die Seele unglaublich wohltuend ist, unter den Bäumen einmal auf allen Ebenen richtig durchzuatmen. Und wenn du aufmerksam bist, während du durch den Wald läufst, wirst du ein bisschen Frieden in dir spüren können, das garantiere ich. Ja, als nächstes ist es wichtig, so finde ich zumindest, deine Gedanken ein bisschen zu lenken. Es gibt ja tolle Zitate, Quotes, überall steht jetzt irgendwas so, was man alles mit den Gedanken machen kann. Das heißt ja auch die Macht der Gedanken. Und von Buddha gibt es was Tolles. Alles, was wir sind, ist das Ergebnis dessen, was wir zuvor gedacht haben. Der Geist ist alles. Was wir denken, das werden wir sein. Wahnsinn, oder? Und was ich auch noch total interessant fand, weil es auch schon sehr, sehr, sehr früh ein antiker Philosoph zum Besten gegeben hat. Also das wurde beschrieben, 55 bis 135 nach Christus lebte der Epiktet, der sagte, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Das inkludiert, dass wenn wir einen Gedanken denken und es ein Gefühl auslöst, dass dieses Gefühl nicht automatisch richtig oder falsch ist, sondern dass es das ist, was wir erlernt haben, unsere Meinung davon. Also das ist jetzt schon mal ein bisschen vorangegriffen. Dennoch wollte ich eben gerade das Zitat hier an der Stelle zum Besten geben. Und eins ist ja schon mal sicher. In unserem Oberstübchen haben wir ein unglaublich kraftvolles Instrument, um unser Leben zu gestalten und damit unser Lebensgefühl zu entwickeln und zu beeinflussen. Es sind unsere Gedanken. Wahnsinn, oder? Überleg mal, wir denken im Durchschnitt 40 bis 50.000 Gedanken pro Tag. Wow. Allein die Quantität
dessen demonstriert doch, wie umfangreich unser Gedankenapparat beschäftigt ist und wie viel Raum das Ganze einnimmt. Hast du in deinem Leben bereits die Erfahrung gemacht, dass sich Dinge erfüllt haben, die du vorher angedacht hast? Gab's es schon mal im Nach, dass du in der Retrospektive dachtest, das habe ich mir doch damals genauso gedacht. Wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Und manchmal denkt man, das ist vielleicht Schicksal oder was weiß ich, man kann irgendwas besonders gut. Aber Psychologen sprechen zum Beispiel von selbsterfüllender Prophezeiung in dem Zusammenhang, wenn sich Dinge so einstellen, wie man sie zuvor angedacht hat. Ich hatte mal einen Professor im Fach Verhaltensforschung, der sagte mal zu mir, zielorientiertes Handeln führt zum Ziel. So, ganz einfach, ne? Zielorientiertes Handeln führt zum Ziel. So, und weil der Professor ist und überhaupt, habe ich mir damals Ewigkeiten darüber Gedanken gemacht. Aber in der ersten Sekunde spürte ich irgendwie eine Ablehnung gegenüber dieser Aussage. Ich dachte, so ein Quatsch. Da kann man ja theoretisch jedes Ziel, also schier alles erreichen. Das kann ja irgendwie auch nicht sein. Aber der Spruch begleitet mich tatsächlich bis heute. Und in der Retrospektive hat er sich in meinem Leben auch einige Male bestätigt. Was mir besonders gut daran gefällt, ist der Bezug zum Handeln. Ich weiß nicht, wie firm du ja in diesen Erscheinungen im Moment bist, wo sich sämtliche Leute coachen lassen und wo man sich ganz viele Gedanken über das Visualisieren macht und wo man eben auch Dinge visualisiert wie ich möchte reich werden, ich möchte super erfolgreich sein, ich will meine Louboutins, ich will mein Ferrari oder ähnliches, ne? Und da geht man oft so ein bisschen auf diese geistig-spirituelle Ebene und man hat das Gefühl, vom bloßen Gedanken kann man das erreichen und ist vielleicht frustriert, wenn es nicht klappt. Deshalb gefällt mir dieses Zitat besonders, wie gesagt, aufgrund des Bezugs zum Handeln. Ich meine, wir werden nicht von jetzt auf gleich erfolgreich, glücklich oder zufrieden sein vom bloßen dran denken, oder? Stell dir doch vor, jemand liegt auf der Couch, chillenderweise, und wünscht sich beruflichen Erfolg und Reichtum herbei. Das kann nicht funktionieren, oder? Aber worüber sicherlich Einigkeit herrscht, ist, dass positive, konstruktive Gedanken positive Erlebnisse herbeiführen und im Gegensatz dazu negative oder destruktive Gedanken negative Erlebnisse nach sich ziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass positive Gedanken auch zu positiven Ereignissen führen, ist relativ hoch. Versuch dich mal in folgendes Szenario hineinzufühlen. Dein Liebster oder deine Liebste sagt, du Schatzi, ich kann mir einen gemeinsamen Abend heute nicht unbedingt vorstellen, du. Irgendwie, ich glaube, ich benötige gerade mal ein bisschen Zeit für mich. Szenario 1, destruktiven, negativen Gedanken. Das kannst du kaum glauben, was du hörst. Bei dir gehen sämtliche Alarmglocken an und du denkst, du meine Güte, er oder sie will keinen gemeinsamen Abend mit mir verbringen? Was soll das? Das gab's doch nie. Liebt er mich nicht mehr? Liebt sie mich nicht mehr? Ja, stimmt. Und da fällt mir auf, die letzten Abende hat sie immer gesagt, dass die Meetings so lange gedauert haben. Boah, am Ende trifft er sich oder sie sich bereits mit jemand anderem. Nee, also das lasse ich nicht mit mir machen. Ich stelle ihn nachher zur Rede. Am besten gleich jetzt. Und dann gehst du auf deinen Schatzi zu und donnerst ihm oder ihr eine Salve entgegen mit Anfeindungen, Vorwürfen und Vermutungen.
und es kommt ein richtiger Streit zwischen euch zustande. Es wird, die Emotionen sind heiß, sie sind überschäumend und am Ende schlaft ihr getrennt voneinander und mental völlig ausgelaugt ein. Das ist das Ende. Und jetzt kommen wir zum zweiten Szenario mit konstruktiven und positiven Gedanken. Nämlich, als dir dein Schatz sein Bedürfnis äußert, fällt dir wie Schuppen von den Augen, dass er oder sie die letzten Abende wirklich, wirklich spät von der Arbeit nach Hause kam und dass er oder sie müde und abgeschafft wirkte. Und du weißt, du kennst deinen Schatz, dass wenn er oder sie so etwas verlauten lässt, ist es schon relativ schlimm. Also verabredest du dich für den Abend mit Freundinnen, damit sich dein Schatz den nötigen Raum nehmen kann und einmal ganz für sich sein kann. Ja, für dich verläuft ein toller Abend mit Freundinnen und als du am Abend zurückkommst, findest du deinen Partner, deine Partnerin in einem sehr aufgeräumten mentalen Zustand. Es sah so aus, oder er sie erzählte, dass du so ein ausgiebiges Bad genommen hat und weiterhin ihren Gedanken nachhing. Und dein Schatz begrüßt dich freudig und bedankt sich dafür, dass du die Bedürfnisse respektiert hast. Und da ihr beide noch nicht wirklich müde seid, setzt ihr auch euch auf ein Glas Wein zusammen und dein Spatzel erzählt dir von der neuen Chefin, die im Moment wie ein Wirbelwind durch die Firma fegt und erstmal alles durcheinander bringt, was deinen Schatz im Moment ziemlich verunsichert. Und dann überlegt ihr gemeinsam, wie ihr oder wie er besser damit umgehen kann und welche Vorschläge er oder sie vielleicht der Chefin sogar machen könnte. Verstehst du? Was für einen wahnsinnigen Unterschied dieses Mindchanging hat. In der ersten Situation schlafen getrennte Leute ein. In der zweiten Situation kommt was Produktives, was Tolles zustande. Und die beiden nehmen sich sicherlich in Arm nach dem schönen Abend. Das heißt, zuerst ist der Gedanke da. Dieser Gedanke verursacht ein Gefühl. Im ersten Szenario ist es das Gefühl der Ablehnung. In der Konsequenz erfolgt die Handlung. Im negativen Szenario die Provokation des Streits, wovon ja keiner der Beteiligten etwas hat. Und das ist die Sache. Es kann auf dem Weg zum inneren Frieden sehr hilfreich sein, die Gedanken positiv auszurichten. Denn ja, ein friedvolles, harmonisches Miteinander ist ja eben auch ein Teil, um inneren Frieden empfinden zu können. Vielleicht denkst du jetzt aber, okay, positive Gedanken sind toll und ich verstehe auch das System. Aber zu meinem persönlichen Glück und somit zum inneren Frieden fehlt mir ein erfüllender Job, eine bereichernde Beziehung, ein angenehmerer Work-Life-Balance. Und hier kannst du richtig aktiv werden. Wenn du erstmal verstanden hast, in welcher Weise Gedanken lenken, dann kannst du auch deine Handlungen folgen lassen. Es ist in der Theorie relativ einfach zu denken, ich wünsche mir einen neuen, erfüllenden Job. Das ist leicht. In der Praxis jedoch zeigt sich, dass wir zur Erreichung eines Ziels nicht nur die positiven Gedanken benötigen, sondern auch Handlungen, die den Gedanken manifest werden lassen. Zielgerichtetes Handeln führt zum Ziel. Im Falle des Jobs benötigst du natürlich die Lust und deine Motivation, Stellenangebote zu lesen, sich zu bewerben, sich ins Gespräch zu bringen und so weiter. Wenn du überzeugt davon bist, dass du es verdient hast, einen guten Job zu bekommen, positiver Gedanke, dann wird dir das relativ leicht fallen. Wenn du allerdings noch daran zweifelst, gehst du am besten nochmal einen Schritt zurück und überprüfst, ob es dir wirklich schon gelungen ist, die Gedanken positiv zu denken oder ob da eventuell noch restliche Bedenken, Zweifel oder Ängste sind. Zum Beispiel,
Es könnte noch ein Glaubenssatz dahinter stecken, sowas wie, es wird dir sowieso nichts werden, wenn ich mich bewerbe. Ja? Und da gilt's eben zu schauen, wie komme ich in die Handlung und wie kann ich mit dieser Handlung mein Ziel erreichen. Was ich auch cool finde irgendwie, ist so, weil ich auch so gern ein bisschen Schauspieler, ist, wenn man nach dem Prinzip arbeitet, handle als ob. Wenn man so agiert, as if. Verstehst du? Was ist damit gemeint? Im Prinzip geht's darum, dass du dir im Beispiel dieses Jobs vorstellst, wie jemand agiert, der einen tollen, erfüllenden Job schon hat. Wie würde sich jemand präsentieren, der einen erfüllenden, wahnsinnig gut bezahlten Job hat? Stell dir vor, du bist so jemand und gehst auf ein Bewerbungsgespräch. Du wirst dich komplett anders präsentieren und auch anders sprechen, als wenn du denkst, oh du meine Güte, ich weiß jetzt nicht, bin ich gut genug und habe ich es überhaupt verdient und so weiter. Wie wäre die Motivation von jemandem, der einen super bombemäßigen Job hat? Wie agil wäre dieser jemand? Wie würde jemand denken? Was würde jemand als erstes bewegen, der einen tollen, erfüllenden Job bereits hat? Hier ist Einfühlungsvermögen gefragt, aber es kann wirklich Spaß bringen, so zu denken und zu fühlen, als ob. Das kannst du übrigens auf ganz viele Situationen in deinem Leben bezogen machen. Hast du es? Prima. Dann starte doch gleich heute mal mit der Veränderung deines Mindsets. Positiviere deine Gedanken und profitiere von der unglaublichen Kraft der Veränderung auf dem Weg zu deinem inneren Frieden. Und als drittes, zu guter Letzt, zumindest hier im Podcast, möchte ich dir unbedingt ans Herz legen, dankbar zu sein, Dankbarkeit zu üben, Dankbarkeit zu praktizieren. Es gibt ein wunderschönes Sprichwort, ein Zitat von Francis Bacon oder Francis Bacon. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. In diesem Zitat wird der Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Glück direkt beschrieben. Wann hattest du zuletzt das Gefühl tiefer Dankbarkeit für eine Situation? Oder für eine Atmosphäre oder für was dir passiert ist. Vielleicht spürtest du auch Dankbarkeit beim Anblick einer bestimmten Sache. Also ich persönlich empfinde jedes Mal, wenn ich hoch oben in den Bergen über die Gipfel und in die Täler schaue und somit die Größe und Beständigkeit der Berge und die Schönheit der Natur wahrnehme, tiefe Dankbarkeit und ein unglaubliches Gefühl von Glück. In Dankbarkeit nimmt man bewusst etwas Gutes wahr. Man nimmt bewusst etwas Gutes wahr. Das heißt, dass Dankbarkeit ein aktiver Prozess ist und setzt zunächst das Bewusstwerden voraus. Ich kann Dankbarkeit und somit den emotionalen Glückszustand gar nicht wahrnehmen, ohne vorherige positive Reflexion des Guten oder des Schönen. Ich muss also wach sein. Ich muss wahrnehmen können. Und das ist doch schon wieder großartig, oder? Somit haben wir Zugang zu einem unendlichen Pool an Glück über das Instrument der Dankbarkeit. Wir können es selbst steuern. Wie jedoch sollte man in schweren Zeiten oder in unglücklichen Situationen dankbar sein? Forschungen haben ergeben, dass Menschen nach einem traumatischen Ereignis oder Erlebnis signifikant weniger depressive Verstimmungen erlitten, je mehr sie trotz eines schlechten Ereignisses Gefühle von Dankbarkeit verspürten. Man kann sich das vielleicht kaum vorstellen, dass es auch möglich ist, in Situationen, die mit dem Tod oder Krankheit zu tun haben, dankbar zu sein. Dennoch ist es möglich.
Man könnte zum Beispiel dankbar sein, dass ein Angehöriger trotz des Verlustes den Anschluss an das soziale Leben nicht verloren hat. Man kann dankbar sein, wenn die eigene Krankheit dazu führt, dass sich die Familie wiederfindet, und unzählige Beispiele mehr. Wer Dankbarkeit empfindet, ist jedenfalls signifikant besser fähig, mit Krisensituationen umzugehen und ist insgesamt überhaupt resilienter. Es gibt jedoch Menschen, die prinzipiell besser Dankbarkeit empfinden können als andere. Also als ob man Dankbarkeit mit in die Wiege gelegt bekäme, was sicherlich nicht so ist, sondern was wahrscheinlich entweder in der Familie lebt oder nicht. Also so gesehen ist Dankbarkeit auch eine erlernte Charaktereigenschaft, eine Tugend, die übrigens bereits die alten Philosophen pflegen wollten. Aber man kann Dankbarkeit auch über einige Tools lernen oder erlernen. Du kannst zum Beispiel dankbar sein dafür, was du in deinem Leben hast. Überleg mal, was du hast. Es könnte nämlich ja auch sein, dass du die Dinge nicht hast. Damit wäre zum Beispiel so ein Abwärtsvergleich geschaffen, ne? Wem geht es noch schlechter und was habe ich alles im Vergleich zu diesen Menschen? Also Dankbarkeit ist auch, also dieses positive Gefühl der Dankbarkeit steht auch im Kontrast zu negativen Erlebnissen. Man kann eben Dankbarkeit nur dann empfinden, wenn man sich auch bewusst ist über negative Dinge. Man kann zum Beispiel auch dankbar dafür sein, was nahestehenden Personen Gutes widerfahren ist. Ja, wenn ich meine Freundin anschaue und ich sehe, wie sie sich beruflich weiterentwickelt, und da kann ich mich fluten mit dem Gefühl von Glück. Ja, Glück, weil ich dankbar dafür bin, dass sie ihren Weg gefunden hat. Ich kann auch dankbar dafür sein, was andere einem Gutes tun. Manchmal sind wir uns überhaupt nicht darüber bewusst, wie abhängig wir im Prinzip sind von ganz vielen Dingen und dass ganz viele Dinge einfach gut sind. Ja. Ich meine, wir sind ja alle abgebaut in einem Sozialsystem. Wir haben unsere Kinder, haben eine Institution, wo die was lernen dürfen. Wir haben auch Dinge im Außen, also Auto, was uns von A nach B fährt. Wir haben ein Dach über dem Kopf und so weiter und so weiter. Und daran sind auch ganz viele Menschen beteiligt. Ja, die Bauarbeiter haben die Steine aufeinander gelegt. Nur deshalb steht das Haus, ja. Oder es gibt Menschen, die haben sich zusammengefunden, um eine Schule zu initiieren. Nur deshalb können die Kinder in diese tolle Institution gehen und so weiter und so weiter. Es gibt auch die Möglichkeit, Dankbarkeit zu empfinden, wenn man sich vorstellt, was gewesen wäre, wenn es noch schlimmer gekommen wäre. Oder stell dir mal vor, im Sinne der mentalen Substraktion, wie es wäre, wenn du deine Family, deinen Job, dein Haus, dein Tier, deine Kinder, wenn es als das nicht gäbe. Ich kann mir vorstellen, das kommt ganz schnell an, ne? Gerade wenn es um Familienmitglieder geht. Stell dir vor, du hättest sie nicht. Da kommt ziemlich schnell so der Gedanke, der Dankbarkeitsgedanke an, zumindest bei mir. Und du kannst dich mit jemandem über die Frage austauschen. Sag mal, wofür bist du dankbar? Und Dinge hören und Dinge wahrnehmen und aufnehmen, die jemand anders einfach zu diesem Thema hat. Fest steht auf jeden Fall, egal welches Tool du anwendest, um eben Dankbarkeit empfinden zu können, dass Dankbarkeit glücklich macht. Dankbarkeit vermindert die Hoffnungslosigkeit und sogar depressive Symptome. Dankbarkeit führt langfristig zu einer Verbesserung der physischen Gesundheit und auch zu einer schnelleren Erholung nach Krankheit. Sie führt auch zu einer Verstärkung von positivem sozialen Verhalten wie Hilfsbereitschaft oder Spendenbereitschaft. Das muss man sich mal vorstellen. So weit gehen die Auswirkungen.
Außerdem sind dankbare Menschen, können leichter ihre Ziele aktiv verfolgen. Damit schließt sich auch nochmal der Kreis zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Und insgesamt führt Dankbarkeit zu einer Verbesserung der Lebenszufriedenheit, zu einem besseren Lebensgefühl, womit wir wieder beim inneren Frieden sind. Außerdem, und das ist auch wieder das eine bedingt das andere, wer eben glücklich ist, sich zufrieden mit dem Leben fühlt und so weiter, der schläft auch besser und letztendlich eben ist im Innen zufrieden. Ja, so, ich denke, du hast erstmal genug Input und vielleicht auch das eine oder andere jetzt zu tun, wenn dir daran gelegen ist, so ein bisschen mehr in einen guten, ausbalancierten Zustand zu kommen und vielleicht auch irgendwann sagen zu können, ich empfinde inneren Frieden oder erstmal, ich bin zufrieden. Ja. Ja, nächstes Mal möchte ich gern darüber sprechen, wie man trainieren kann, die Dinge, die man vorhat, auch umzusetzen. Denn dafür braucht's ja auch mentale Kräfte und zwar nicht unerheblich. Es ist die eine Sache, dass wir über das Atmen, dass wir über die Gedanken und die Dankbarkeit wissen. Die andere Sache ist, dran zu bleiben. Und all dieses Erlernte auch ins Leben zu integrieren. Täglich. Immer. Kontinuierlich. Ja. Mentale Stärke heißt hier das Schlüsselwort und wie du das trainieren kannst, darüber möchte ich gerne im nächsten Podcast sprechen. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen, sonnigen, restlichen Tag. Bye bye und bis zum nächsten Mal.